Letztes Mal war es zu kalt, um draußen zu drehen. Diesmal ist es zu regnerisch, um draußen zu drehen. In Berlin sind wir direkt vom Winter in den Herbst gesprungen, ohne Frühling und Sommer dazwischen. Habe ich normalerweise kein Problem damit, denn ich spiele ja ganz gerne Computer. Außerdem habe ich seit neuestem Netflix und zusammen mit Amazon Prime und Sky Ticket kann ich dann so lange glotzen, bis draußen Sommer ist. Dann mache ich kurz die Vorhänge vor und dann mache ich weiter. Aber in der Praxis funktioniert das natürlich nicht. Unter anderem, weil ich Kinder habe und früher oder später muss ich die dann doch mal von der Schule abholen. Aber wie ist denn das mit den Streamingdiensten und dem Jugendschutz? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wie immer gilt, die harten Fakten zu diesem Thema könnt ihr auf der Webseite der Initiative Schau hin nachlesen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Aber ich fange ja gerne mal mit weichen Fakten an. Und eine davon ist, in meiner Kindheit war das Fernsehen halt immer noch so ein bisschen was wie ein Lagerfeuer, um das sich die Familie am Samstagabend versammelt hat, um dann zum Beispiel Wetten, dass zu schauen. Also ich fand Wetten, dass immer scheiße. Für mich waren es halt eher die Bond-Filme. Aber es war halt immer so eine Zusammenkunft. Mittlerweile ist das Fernsehen oder das, was an seine Stelle getreten ist, aber eine ziemlich persönliche Angelegenheit geworden. Jeder kann jederzeit genau das sehen, was er gerne mag. Streamingdienste und mobile Endgeräte sei Dank. Das heißt, unsere Kinder kennen wahrscheinlich diese Lagerfeuerzusammenkunft gar nicht mehr. Für die ist ja alles, was Video ist, irgendwie on demand. Und da stellt sich für uns Eltern oft die Frage, ist das gut und ist das sicher? Die Frage, wie sicher das ist, lässt sich relativ leicht beantworten. Sicherer als Fernsehen ist Streaming allemal. Denn im Fernsehen dürfen Filme ab 16 nur zwischen 22 und 6 Uhr gezeigt werden, Filme ab 18 zwischen 23 und 6 Uhr. Wenn ihr also jetzt Kinder habt, die eine eigene Glotze in der Bude haben, gibt es keine technischen Hürden, die die überwinden müssen, wenn sie nachts aufstehen, um sich dann Erwachsenenunterhaltung anzuschauen. Außerdem gelten diese Regeln natürlich nur für deutsches Fernsehen. Wenn ihr also Satellitenfernsehen habt mit US-Sendern, müssen die sich da nicht dran halten. Abgesehen davon haben die ja sowieso andere Sendezeiten wegen der Zeitverschiebung. Außerdem ist US-amerikanisches Programm ja gerne mal gewalthaltiger als deutsches. Dafür kann man da halt dann weniger nackte Brüste sehen. Naja, andere Länder, andere Sitten. Bei Amazon Prime könnt ihr unter den Videoeinstellungen auswählen, welche Filme mit eurem Konto frei abgespielt werden dürfen. Alles darüber hinaus benötigt dann die Eingabe eurer PIN und die wird immer fällig, wenn es um FSK 18 Filme geht. Ihr könnt auch einstellen, dass die PIN abgefragt wird, wenn ein Film gekauft oder geliehen werden soll, sodass eure Kids nicht aus Versehen euer Geld ausgeben. Das machen sie noch früh genug mit Absicht. Diese Einstellungen könnt ihr auf unterschiedliche Endgeräte anwenden, etwa wenn eure Kinder ein eigenes Handy oder Tablet benutzen. Sehr praktisch also. Bei Netflix könnt ihr für eure Kinder ein separates Profil anlegen und dabei auswählen, ob dann da Filme bis 12 laufen dürfen oder nur Filme für kleine Kinder. Die Formulierung ist ein bisschen unglücklich, denn daraus ist gar nicht ersichtlich, ob die jetzt FSK 0 oder FSK 6 damit meinen. Erst wenn man in die FAQ von Netflix reinschaut, merkt man, ach so, die meinen ab 0. Warum schreiben sie da nicht FSK 0 dran? Aus zweierlei Gründen. Erstens, damit ich hier auch was zu erklären habe, wenn das alles selbst erklären wäre, da käme ich mir ganz schön dusselig vor. Zweitens, weil Netflix-Eigenproduktionen gar nicht von der FSK eingestuft werden. Es sei denn, sie werden im Fernsehen gezeigt oder auf DVD verkauft, dann brauchen sie natürlich schon ein Siegel. Bis dahin macht das aber Netflix erstmal selbst. Daredevil hat Netflix ab 16 eingestuft. Mitunter gibt es dazu noch Attribute wie aufregend oder rau. Wenn ihr da draufklickt, gibt es allerdings keine nähere Wortdefinition, sondern nur eine Liste vergleichbarer Inhalte. Daredevil ist tatsächlich ziemlich blutig und damit eben nichts für kleine Comicfans, sondern eher was für Teenager. Für die könnt ihr aber ein Erwachsenenprofil anlegen und das dann auf ab 16 runterdrehen. Einfacher wäre es ja, das alles im Kinderprofil zu vereinen, aber ach. Bei der Gelegenheit noch ein paar allgemeine Worte zum FSK-Rating. Das sind jetzt keine pädagogischen Einstufungen im Sinne von, das ist gut für 12-Jährige, sondern eher andersrum, das ist nicht gut für alle, die noch nicht 12 sind. Am Ende des Tages müsst ihr als Eltern halt immer noch selber entscheiden, was individuell für euer Kind am besten ist. Ich habe es letzte Mal schon erklärt, mein 6-Jähriger will zum Beispiel kein Blut sehen, also zumindest kein rotes, egal wie der Film geratet ist. Und neulich ging es bei denen im Freundeskreis darum, dass sie Harry Potter 2 anschauen wollten, der ist ab 6, aber da ist ja diese Szene drin mit den Spinnen in diesem dunklen Wald und die finde ich als Erwachsener schon mal super krass. Andererseits ist es aber halt auch blöd, denen einen Film vorzuenthalten, weil gruselige Spinnen drin vorkommen, denn ich möchte ihnen ja auch nicht beibringen, dass Spinnen irgendwie fies sind.
Spinnen sind total okay. Das heißt, vielleicht muss ich zusammen mit denen die Szene erleben und gucken, wie die so reagieren. Und im Zweifel muss ich dann halt umdrücken. Wobei, sagt man überhaupt noch umdrücken heutzutage? Es gibt ja keine Fernsehprogramme mehr, zu denen man umdrückt. Also zumindest nicht im Streaming. Werden meine Kinder jemals das Wort umdrücken benutzen? Aber nochmal zum Stichwort Medien erleben. Ich glaube, Eltern sollten so oft es geht Medien zusammen mit ihren Kindern erleben. Das fällt mir mit meinen Jungs natürlich relativ leicht, weil wir gemeinsame Interessen haben. Also Star Wars, Computerspiele, um nur zwei zu nennen. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, wird man auch oft Anknüpfungspunkte finden zu Bereichen, die man als Vater oder Mutter gerne selber mag. Auf meiner Netflix-Startseite wurde mir zum Beispiel Hellboy 2 vorgeschlagen. Den finde ich super. Ich finde also das Creature-Design von Guillermo del Toro finde ich ganz, ganz toll. Deshalb habe ich mir den nochmal angeschaut und habe dann meinen Söhnen den Endkampf gezeigt zwischen Hellboy und Prinz Noada. Und der geht ja so aus, Spoiler. An dieser Stelle Spoiler, auch wenn der Film 10 Jahre alt ist. Ich mache jetzt hier, hier steht groß Spoiler dran. Wenn ihr also das Ende von Hellboy nicht kennt, jetzt Ohren zuhalten, Ton ausmachen, bis die Einblendung weg ist. Also geht los. Ich weiß, der Film ist alt, aber ich hasse das, gespoilert zu werden. So, alle weg. Gut, dieser Endkampf endet ja damit, dass Prinzessin Nuala, die Schwester von Prinz Noada, sich selbst opfert, um ihren Bruder aufzuhalten, weil die beiden so innig verbunden sind, dass der eine die Verletzungen des anderen erleidet. Verletzungen übrigens, die dann zum Glück nicht rot, sondern gelb bluten. Ja, Spoiler, jetzt also Ende, ihr könnt wieder Ton anmachen. Und als ich meinen Söhnen diese Verbindung der Geschwister erklärt habe, meinten die, ach, das ist ja genau wie in unserer Lieblingsserie Trolljäger, Zeichentrick-Fantasy, auch auf Netflix. Und siehe da, basiert auf den Büchern von Guillermo del Toro, der offensichtlich gerne Ideen zweimal verwendet. Denn Abe Sapien aus Hellboy ist ja im Prinzip der gleiche Fischmann wie in Shape of Water, wird auch vom selben Typen gespielt. Und der Prinz Noada wird von Luke Goss gespielt, der in Blade 2, einem anderen del Toro-Film, einen Vampir spielt. Einen Vampir, wohlgemerkt, der genauso funktioniert wie die Vampire in The Strain, einer anderen Serie von del Toro. Und Luke Goss ist einer der Zwillinge des 80er-Jahre-Pop-Duos Bros. Wir haben dann jedenfalls erstmal eine Folge Trolljäger geguckt und dabei über diese Sachen gesprochen, über die wir gerade geredet haben. Also jetzt nicht über Bros, denn die muss keiner kennen. Aber ja, so, und das hat mir wieder gezeigt, wie schön das eben ist, zusammen Medien zu erleben. Denn dabei geht es eben auch nicht nur darum, sich das anzuschauen, sondern auch darüber zu sprechen, wie entstehen denn so Sachen. Und ich glaube, das nimmt dann auch vielmals Schrecken aus irgendwelchen Szenen, wenn ich also sagen kann, guck mal, das ist doch der gleiche Typ wie auch aus dem anderen Film und der lebt ja noch, das ist ja nur gespielt und das ist auch kein echtes Blut. Wobei Blade 2 zeige ich den jetzt natürlich nicht. Es gibt ja noch genug andere kindertaugliche Streaming-Inhalte und da kommt ihr ins Spiel, denn ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein paar Serienvorschläge in die Kommentare schreiben könntet. Also Serien, die man gut mit der Familie zusammenschauen kann. Wo also idealerweise beide Parteien, Kinder und Eltern, irgendwie zusammenfinden. Also nicht totaler Kinderkram, aber auch nicht totaler Erwachsenenkram. Dann kommt vielleicht auch so ein bisschen wieder dieses Lagerfeuergefühl auf, denn auch wenn es das so in dieser klassischen Form wohl nicht mehr gibt, kann man sich das ja selber machen. Also eben nicht jeder guckt auf seinem Gerät in seinem stillen Kämmerlein, sondern wir kommen als Familie zusammen und schauen uns zusammen was an, über das wir nachher vielleicht sogar noch reden können. So, und geredet habe ich jetzt auch erstmal wieder genug. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut gerne auf der Webseite der Initiative Schau hin vorbei. Da gibt es tonnenweise Informationen zum Thema auch Fernsehen und FSK und Streamingdienste und so weiter. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, gerne auch in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Daumen nach oben und über Abos, falls ihr noch nicht habt. Macht alles, was ihr wollt, denn ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.